So, Freunde. Ja, also, in diesem Video wird es um Boxkämpfe gehen, und zwar internationale und jetzt auch die Sache mit Bösemann und Sinan G. Bisschen paar News und so weiter und so fort, also dranbleiben. Gestern Abend fand der schwerste Boxkampf aller Zeiten statt, und zwar haben insgesamt 300 Kilogramm im Ring gestanden, so Pi mal Daumen, 300 Kilogramm, und zwar Eddie Hall gegen Haftor Bjornsson, zwei der weltstärksten Männer, die auch in Competition gegeneinander angetreten sind. Und es kam, wie es kommen musste. Also ich muss sagen, aus den 30 Jahren ungefähr, die ich so mir Boxkämpfe schon reinziehe, kann man eigentlich vorhersagen, dass immer, also so gut wie immer, nicht immer, es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel bei Mike Tyson gab es so Fälle, dass ein kleinerer Mann den größeren, den weit größeren geschlagen hat, der hat teilweise mit knappen 1,79 oder wie groß er war, Mike Tyson, hat er 1,95 Leute weggeklatscht, ja, im Boxen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel ist das so, dass der größere Mann oder der deutlich größere Mann mit viel mehr Reichweite meistens den Kampf gewinnt. Und so ist es auch gestern passiert. Haftor hat gegen Eddie Hall gewonnen. Wobei, der Kampf war gar nicht so mega eindeutig. So, klar, natürlich, wenn man als Ringrichter jahrelang Profi das Ganze bewerten würde, würde man sagen, doch, es war schon eher Haftor, aber Eddie hatte auch so seine Momente. Aber am Ende des Tages finde ich, dass die hätten eher MMA machen sollen. Warum? Weil das sind zwei mega starke Bären, und wenn die gegeneinander aufeinander aufprallen und dann so nach MMA-Regeln kämpfen, dann, ne, dann wird gegriffen, gewrestelt auf dem Boden und so weiter und so, da kommt auch die Kraft irgendwie so zur Geltung. Ne, so, dass man, dass der eine den anderen vielleicht im Würgegriff hat oder in irgendeinem Armhebel oder wie auch immer, und der andere durch seine schiere, pure Kraft da wieder rauskommt und so, das wäre 100-mal interessanter geworden. Also im Prinzip war das so, dass Eddie Hall die ganze Zeit so nach hinten sich geduckt hat und dann ab und zu irgendeinen wilden, unkoordinierten Schwinger rausgehauen hat, der auch ein, zwei, dreimal irgendwie getroffen hat. Haftor war auch mal kurz auf dem Boden, das war aber, der Ringrichter hat das nicht als Knockdown gewertet, sondern als eher so runtergeschmissen oder runtergefallen. Am Ende des Tages hat Eddie Hall so ein bisschen geblutet am Auge und so weiter und so fort, und nach Punkten hat dann Haftor gewonnen. Also ich finde einen MMA-Kampf zwischen den beiden, wie gesagt, 100-mal interessanter. Ich finde, Boxen ist auch so ein Auslaufsport. Also klar ist es irgendwo interessant, sich das reinzuziehen, aber bei weitem nicht so interessant wie halt Käfigkampf, MMA und so weiter und so fort, weil da hast du wirklich 10, 20 Mal mehr Möglichkeiten, deine Kraft, deine Schnelligkeit, deine Taktik anzubringen, und vor allen Dingen, da hat auch der kleinere Mann auch mal eine Chance gegen einen weit größeren Mann. Siehe ein Fedor Emelianenko gegen Hong Mang Choi. Ne? Fedor war 1,83 oder so, 1,85, 1,83. Hong Mang Choi war knappe 2,18 Meter, 2,20 Meter, und wenn ihr euch den Kampf reinzieht, dann versteht ihr, was ich meine. Ein Boxkampf wäre ultra langweilig gewesen zwischen den beiden, weil der eine, wie gesagt, Reichweite spielt halt eine mega große Rolle im Boxen. So, Boxkampf, Bösemann gegen Sinan G. Ich vermute mal, ich find's schade, aber ich vermute mal, dass das ausfallen wird. Es kann auch sein, weil viele mich jetzt nicht verstehen, es kann auch sein, dass im Hintergrund, weil viele Rapper sind Sinan G entfolgt, ne? So, ich habe das heute Morgen irgendwie mitbekommen. Gut, bei Manuelsen hätte ich gesagt, okay, der ist Vater und hat ein junges Mädel als Tochter, und dass der da sofort entfolgt und sofort auf Distanz geht, ist irgendwo verständlich. Auch wenn er noch keine, sage ich mal, zu 100% Beweise hat. Da hätte ich Verständnis gehabt, weil, wie gesagt, junger Vater hat eine Tochter, und da, dass man da mega vorsichtig ist und auch sein muss, das hätte ich sofort verstanden. Bei allen anderen, vielleicht haben die irgendwelche Hintergrundinformationen, ne, diese ganzen Rapper, so wie Haftbefehl, Cashmo, wie gesagt, und Flair und alle anderen da, die sind alle entfolgt. Das ist ja heutzutage ein Zeichen von Distanzieren, Entfolgen und Folgen. Ich finde Instagram eh totlangweilig, weil da viele Fakes unterwegs sind, so jetzt abgesehen von den Rappern, ich meine überhaupt diese ganzen Fake-Mädels und so weiter und so fort, aber abgesehen davon. So, also ich nehme an, ich gehe stark davon aus, dass Universum Boxstyle da nicht unbedingt Bock hat auf einen riesen Shitstorm-Skandal, wie auch immer.
Wobei solange die Polizei keine glasklaren Beweise, beziehungsweise Staatsanwaltschaft, der Richter und so, da würde ich sowas nicht canceln. Aber gut, das ist meine Meinung, ne? Man muss hundertprozentige Beweise haben, bevor man das Leben eines Menschen cancelt. Ne? Egal in welche Richtung er sich entwickelt. Aber gut, das ist meine Meinung. Das heißt, wir werden eventuell. Also was ich interessant finden würde, wäre Bösemann gegen Manuelsen. Warum? Weil da sind doch hier vor einer Woche schon über Videos auf YouTube und auf Twitch und so ein bisschen so Ansagen hin und her geflogen, weil Bösemann ja in seinem Video irgendwie mal gesagt hatte, ja, ich werde Manuelsen seinen Kiefer dreimal brechen, weil er dachte, dass Manuelsen ihn als Hund betitelt hat, was sowieso nicht der Fall war, weil er das so deutschsprachetechnisch nicht verstanden hatte, dass Manuelsen aus der Sicht von Bösemann in Richtung Sinanji gesagt hat, ey, komm her, du Hund. Das heißt, Manuelsen hat nicht Bösemann gemeint, sondern er hat fantasiert, dass Bösemann das zu Sinan gesagt hat. So und so. Ich habe aber extra dazu ein Video gemacht. Egal. So, das heißt, aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich kann zu 99% garantieren, weil Manuelsen 2 Meter groß, solche Fäuste, Riesenreichweite. Ich nehme mal an, Bösemann ist irgendwo zwischen 1,75, 1,82, irgendwie sowas um den Dreh. Das sind Riesengrößenunterschiede, vor allen Dingen auch Reichweitenunterschiede. Und wie gesagt, wenn ihr so Kämpfe von Klitschkos, ne, die beiden Klitschko-Brüder, der eine war 1,98, der andere war, ich glaube, 2,01 Meter, der Vitali 2,01 Meter oder so. Also die haben ja die Schwergewichtswelt jahrelang dominiert, weil sie halt locker 10 bis 20, teilweise sogar mehr als 20 Zentimeter größer waren als ihre Gegner. So, und kaum hatte zum Beispiel ein Wladimir Klitschko Gegner, die ungefähr gleich groß waren, hatte der auch schon Schwierigkeiten, ne? Siehe ein Layman Brewster zum Beispiel gegen Wladimir Klitschko, ne? Als Beispiel. Oder so ein wie hieß der Italiener? Jetzt habe ich den Namen wieder nicht im Kopf. Das war ein Südafrikaner, Corey Sanders. Schnell gewesen, ungefähr gleich groß wie Wladimir. Das heißt, die Reichweite spielt beim Boxen eine mega große Rolle. Sobald die gleich groß waren, hat Wladimir dann auch schon mal Probleme bekommen mit den Gegnern. So, also ein Boxkampf würde ich eher finden, dass Manuelsen und Bösemann dann, weil dann sehen wir Manuelsen mal wirklich in einem Boxring, jetzt nicht irgendwie außerhalb straßentechnisch, sondern wirklich in einem Boxring, wobei ich stark davon ausgehe, dass Manuelsen das gewinnen würde, allein schon durch die schiere große Reichweite, die er hat, aber man lässt sich ja gerne überraschen. Jetzt wiederum, ob Bösemann sich jetzt dann doch auf einmal auf Manuelsen einlassen wird, ist fraglich. Ja, so kann sein, dass er sagt, nee, jetzt habe ich dann doch keinen Bock und auf den habe ich mich ja gar nicht vorbereitet oder wie auch immer. Könnte aber auch sein, dass, weil Bösemann hat ja dann auch gesagt, ja, ich bin eher so der MMA-Typ, Typ. Ich shoote gerne, sprich, ich mache Takedowns und so weiter und mit Kopf, Ellbogen, dies, das, jenes. Ob Manuelsen sich wiederum auf so einen Kampf einlassen wird, ist halt auch fraglich, weil Manuelsen eher so der Boxer-Typ ist. Und ja, jetzt müssen wir abwarten, was sich ergibt. Was ich richtig krass finde, ist, übrigens, ich habe irgendwie Gerüchte gehört, dass wohl Sinan gegenüber dieser Dame, die das Ganze veröffentlicht hat, irgendwie eine Strafanzeige eingeleitet hat. Jetzt wiederum wäre es interessant, 2 Fragen. Erstens, das Originalvideo ungeschnitten. Sowohl das Bild ungeschnitten, als auch die Tonspur ungeschnitten. Profis können rausfinden, ob die Tonspur auf diesem Video auch wirklich zu diesem Video passt oder ob das irgendwie zusammengeschnitzt und geschnibbelt wurde, ja? Das heißt, eventuell versucht jetzt Sinanji durch diesen, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass er wohl die Dame da irgendwie angezeigt hat und auch denjenigen, der das Video jetzt geleakt hat oder diejenige. Die allerentscheidende Frage ist, wenn es denn wirklich eine Mutter war, die, also wir reden jetzt von einer Mutter, ja, eine Frau, die ein Kind hat, ja, wenn die wirklich FaceTime mit Sinanji gemacht hat und er hat wirklich solche Dinge gesagt. Warum hat sie jetzt, keine Ahnung, ein Jahr oder über ein Jahr gewartet, bevor sie damit, erstens, warum geht sie damit an die Öffentlichkeit und nicht irgendwie zur Polizei, wo es eigentlich hingehört, oder?
Weil, also als besorgte Mutter, ne, als besorgte Mutter, die auf Moral geht und wirklich das Ganze ernst meint, geht man noch nicht auf Social Media, und zwar ein Jahr später, kurz vor dem Kampf von Bösemann und Sinanji, oder ne, wo Sinanji gerade viele Klicks macht, sondern ich würde doch, wenn ich Mutter wäre und mein Kind und er würde solche Dinge angeblich sagen und so, dann würde ich doch direkt zur Polizei gehen, und zwar am selben Tag und zwar zur selben Stunde, wo er das gesagt hat, und da die Videomaterialien abgeben, anstatt irgendwie ein Jahr zu warten oder wie lange auch immer und dann auf YouTube das Ganze veröffentlichen oder auf Twitter oder sonst irgendwo. Das ergibt für mich deswegen, das ist einer der Gründe, wo ich sage, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, so am Ende des Tages, denkt immer dran, Unschuldsvermutung, bis die Schuld bewiesen ist. Weil ansonsten kann jeder über euch alle irgendwas behaupten. Jeder eurer Freunde, Freundinnen, Ex-Freundinnen kann kommen und sagen, ey, du, ja genau, du, der jetzt das Video guckt, ey, du hast vor einem Jahr das und das gesagt und das und das, ja, und jeder würde dann glauben und dann wärst du sofort am Arsch und so. Also, ey, Leute, versteht mich nicht falsch, aber das ist ein heikles Thema. So, da muss jetzt durch die Anzeige eventuell die Staatsanwaltschaft, ne, so überprüfen lassen, sind die Videomaterialien, die geleakt wurden, sind die erstens echt ungeschnitten und unbearbeitet. Vor allen Dingen die Tonspur ist ja sehr wichtig, ne? Die Tonspur ist, und auch Bildmaterial, damit man sieht, dass Ton und das, was gesprochen wurde, zueinander passt. Ne, Lippen-Synchron und so weiter und so fort. Aber ich will mich jetzt damit auch nicht länger befassen. Das ist die aktuelle Lage. Es kam der ein oder andere Rapper sich dann auch noch angeboten, jetzt gegen Bösemann anzutreten. Müssen wir abwarten, was Bösemann dazu sagt. Wäre auch gut, längere Statements jetzt sowohl von Boxstall-Universum, von vielleicht auch Manuelsen, Sinanji noch ein längeres vielleicht Statement, von den ganzen, hier, wie gesagt, vom Bösemann und von allen anderen, die beteiligt sind, so längere Statements, damit man so ein bisschen da durchrafft, weil aktuell ist nur Chaos. So, in diesem Sinne, abonniert diesen Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung und ja, besucht mich auf Twitch, Akku Power Twitch, zusammengeschrieben Akku Power Twitch. Abonniert den Kanal, liked und kommentiert eure Meinung unter diesem Video und bis dahin, ciao.